Als nächstes zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Wimmer. Rainer Wimmer, früher Bürgermeister von Hallstatt in Oberösterreich, jetzt Bundesvorsitzender der Gewerkschaft ProG. Meine sehr geschätzten Damen und Herren, Herr Präsident, Frau Bundesminister, Herr Präsident, was Sie hier machen, ist nicht demokratisch. Ich sage das ganz, ganz, ganz deutlich. Und das haben sich die Abgeordneten auch nicht verdient. Und liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, immer dann, wenn ich ihn brauche, ist er nicht da, der Klubobmann der ÖVP. Wo ist er? Aug um Aug, Zahn um Zahn. Du hast dich beschwert, dass sich unsere Klubobmann nicht anschaut. Ich möchte jetzt in die Augen schauen. Und sag dir von dieser Stelle, lieber August, ich sag das nicht gern, weil du warst einmal ein guter Betriebsrat und du warst ein guter Arbeitnehmervertreter. Aber du verrätst heute die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und das möchte ich dir ins Gesicht sagen, lieber August. Das möchte ich dir in die Augen sagen. Und das ist eine Schande. Und ihr werdet die Rechnung nur präsentiert bekommen. Lieber August, und red mit deinen Freunden. Der schwarze Betriebsrat Kappi Müller-Quadl hat alle Funktionen zurückgelegt, weil er sich schämt mit dieser Politik, Kolleginnen und Kollegen. Er schämt sich. Tatsächlich war August Böginger Betriebsrat beim Roten Kreuz in Oberösterreich. Das ist heute wirklich ein schwarzer Tag. Und die österreichische Gesundheitskasse wird in Wirklichkeit die Krankenkasse der Armen werden, Kolleginnen und Kollegen. Und Sie lügen, dass sich die Balken biegen, Kolleginnen und Kollegen. Nehmen Sie, Herr Abgeordneter, ich glaube, wir sollten wieder versuchen, einigermaßen ein gutes Niveau zu erreichen. Ich bitte Sie, auch wenn die Diskussion sehr kontroversiell ist, auch wenn sie sehr emotional geführt wird, dass wir trotzdem ein bestimmtes Maß. Ich appelliere an alle. Er ist am Wort, wie jeder andere auch. Ich bitte Sie, das Wort Lügen zurückzunehmen. Herr Präsident, ich nehme das Wort Lügen nicht zurück. Lüge bleibt Lüge, Kolleginnen und Kollegen. Und dann erteile ich Ihnen einen Ordnungsruf. Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie von Harmonisierung sprechen, genau das Gegenteil ist der Fall. Bauern, Beamte, Selbstständige werden weiterhin bessere Leistungen haben und das wissen Sie auch ganz genau. Und Frau Abgeordnete Bobisil, weil Sie sich herausgestellt haben und haben, endlich gibt es Leistungen, jedes dasselbe Geld für Augengläser, für Kontaktlinsen. Genau das ist nicht der Fall. Die in der Krankenkasse, in der neuen Gesundheitskasse, die werden genau diese Leistungen nicht haben. Oder, weil wir schon am Wort sind, Herr Kollege Wilger, erklären Sie den Leuten, warum es zufällig die Abgeordneten hier nicht der Gesundheitskasse unterliegen werden, sondern der Beamtenversicherung. Erklären Sie den Leuten, warum Sie 280 für ein Implantat bekommen werden und die in der anderen Krankenkasse bekommen nichts. Sagen Sie das den Menschen, Kolleginnen und Kollegen. Und das wird der feine Unterschied sein, der sich nach diesem Beschluss ganz besonders auswirken wird. Und darum sind wir ganz massiv dagegen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ihr hört nichts davon. Wasser predigen und Wein trinken, Kolleginnen und Kollegen. Wasser predigen und Wein trinken, das ist nicht die Politik. Das ist nicht die Politik, Kolleginnen und Kollegen. Und nochmal, Sie sagen ständig die Unwahrheit. Sie sagen, Sie werden 1 Milliarde einsparen. Kolleginnen und Kollegen, und die Kritik des Rechnungshofs, das wird einfach weggewischt. Das gibt es einfach nicht. Es wird von der ersten Sekunde an Geld fehlen in dieser neuen Gesundheitskasse, Kolleginnen und Kollegen. 1 Milliarde wird so schon weggehen und 1 Milliarde wird die Strukturkosten, die hier aufgebaut wird, Kolleginnen und Kollegen. Und gehen wir gleich noch einen Schritt weiter. Das Gesetz ist noch gar nicht beschlossen und da wird man sich bedienen wie in einem Selbstbedienungsladen, Kolleginnen und Kollegen. Und sag's doch den Menschen, wenn man ein guter Freund ist des Vizekanzlers, dann kann es auch passieren, dass man in ein Privatkrankenhausanstaltverband hineinkommt, wenn man noch nicht gewinnt ist.
Und mir ist es völlig egal, Kolleginnen und Kollegen, wo sein hier ein Gesicht schneit und wo sein Gas herrichten lässt. Das ist mir völlig egal. Aber wenn das die Kolleginnen und Kollegen und die Arbeiter und Angestellten zahlen müssen, dann ist das in Wirklichkeit ein schwerwiegender Frevel, Kolleginnen und Kollegen. Dann ist das in Wirklichkeit ein Frevel. Und natürlich wird es einen Geldmangel geben von der ersten Sekunde an, das wissen wir, weil die wird ja, bevor man es das Gesetz beschließt, ausgehungert. Und es sind heute schon die Selbstbehalte angesprochen worden. Das wird der Dachverband besorgen, Kolleginnen und Kollegen. Der Fachverband, wo die Arbeitgeber die Mehrheit haben, werden diesen Selbstbehalt beschließen, Kolleginnen und Kollegen. Und wir wären ja dann die Einzigen in der Gesundheitskasse, wo die keinen Selbstbehalt nicht haben. Alle anderen haben schon. Und Kollegen, wir können uns darauf verlassen, dass dieser Selbstbehalt eingeführt wird. Und Kolleginnen und Kollegen, da braucht man nicht weit schauen. Eure Wahlkampfspender sagen das eh ganz genau, der Herr Neumeier von der Industriellen Vereinigung. Österreich braucht, und ich zitiere, Österreich braucht ein systematisiertes Selbstbehaltssystem mit echter Steuerwirkung, hat er gesagt. Ja, Kolleginnen und Kollegen, nicht ein Selbstbehalt, ein richtigen Selbstbehalt, also ein teuren Selbstbehalt. Also Kolleginnen und Kollegen, wir wissen, in welche Richtung das hingeht und daher sind wir ganz massiv dagegen und werden uns für die Kolleginnen und Kollegen einsetzen. Und die Arbeiter und Angestellten werden das natürlich zahlen. Und die größte Schnapsidee, und das ist heute schon ein bisschen relativiert worden, Kolleginnen und Kollegen, die Sonderklasse in der Ambulanz. Ja, hat denn irgendwer Ahnung, was das bedeutet? Ist irgendwer die letzte Zeit irgendwann einmal bei einer Ambulanz gewesen? Ja. 60, 70 Menschen sitzen da drin. Und wird dann das eben so sein? Wird das dann so sein, dass ihr vorbeimarschiert und dass ihr in Fauteuil Platz nehmt, Kolleginnen und Kollegen, und die Arbeiter und Angestellten sollten dort sitzen bleiben und stundenlang warten? Kolleginnen und Kollegen, das wird nicht der Weg sein. Und darum werden wir ganz, ganz massiv dagegen auftreten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und die haben sie, der kann ja gerade so eh gesagt, die haben sie gesagt, First Line. First Class, oder wie er es genannt hat. Aber genau das wollen wir nicht, Kolleginnen. Wir wollen dieselbe Behandlung haben für Arbeiter, für Angestellte, für Beamten, für Selbstständige und für Bauern, Kolleginnen und Kollegen. Und das verlangen wir von ganzer Seite. Und ich will Ihnen noch eines unterstellen. Ich unterstelle Ihnen, Sie machen das mit Absicht. Sie wollen, dass das System nicht funktioniert, meine sehr geschätzten Damen und Herren. Und darum zertrümmern Sie die Gebietskrankenkassen. Und sind Sie doch ehrlich. Sagen Sie doch einfach, was Sie wirklich wollen. Sie wollen den Sozialstaat in die Luft jagen, Kolleginnen und Kollegen. Sie wollen den Sozialstaat schädigen. Lass mir zum Abschluss noch eines sagen. Kolleginnen und Kollegen, Gott, haben wir es nur einmal festgehalten haben. Es waren nicht die Arbeitgeber und es waren nicht die Regierungen vor 130 Jahren, die gesagt haben, nein, die Arbeitnehmer brauchen wirklich eine Grundversorgung. Die Arbeitnehmer brauchen ein Geld, wenn sie krank sind. Nein, es waren die Arbeiterinnen und die Arbeiter, die es geschafft haben, vor 130 Jahren eine soziale Krankenversicherung zu erkämpfen, zu erwirken, weil die sind ja nicht geschenkt worden, Kolleginnen und Kollegen. Und das zerstören sie heute. Und darum werden wir mit aller Kraft dagegen ankämpfen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich verspreche Ihnen, wir werden Sie daran hindern. Ich verspreche Ihnen, wir werden mit den betroffenen Menschen dagegen ankämpfen. Danke. Ach.